und Teil der Handlung werde, ob ich durch meinen Finger am Abzug selber brutal werde und mich vielleicht von Level zu Level immer höher spiele. Counter-Strike ist einschlägig vorbelastet, will das gar nicht relativieren, aber es gibt ja noch Spiele, die wesentlich schlimmer sind. Es gibt Spiele, keine Sorge, den Namen will ich gar nicht nennen, da fliehen Menschen vor Foltermaschinen, rufen halbnackt um Hilfe und jetzt ist es Aufgabe des Spielers, zu töten. Aber nicht die Angreifer, sondern die ihn um Hilfe anflehen. Je mehr Hilfesuchende er tötet, desto höher steigt er im Level, desto erfolgreicher ist er in Anführungszeichen. Wie viele Spiele haben Sie selbst schon mal gespielt? Muss ich Baum im Regenwald sein, um mich für die Rettung des Regenwaldes einzusetzen? Also, was ist das denn für ein Argument? Entschuldigung, was ist das denn für ein Argument? Wir haben eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die belegen, dass die intensive Beschäftigung ein Faktor sein kann, nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht, wenn Sie jetzt verlangen, davor muss aber die Politik die Augen verschließen. Davor darf die Politik die Augen nicht verschließen. Das ist doch totaler Blödsinn. Das ist doch totaler Blödsinn. Da müssen wir hingucken, da müssen wir die Jugendmedienkompetenz stärken und dann müssen wir uns auch fragen, ob Handlungsbedarf besteht, nicht mehr und nicht weniger. Herr Stutzel, wir diskutieren hier jetzt gerade über den Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben einen Schüler, der labil ist, der in seinem Umfeld nicht ganz gut klarkommt und dann gibt es diesen kleinen Punkt, vielleicht, dass er Counter-Strike spielt, der eventuell sogar ja, den Streichholz zum Umkippen bringt. Und dann frage ich mich, warum wir über diesen kleinen Streichholz, warum wir über diesen kleinen Tropfen diskutieren, wenn wir doch viel besser anfangen könnten, das System zu ändern. Wenn wir doch viel besser diesen großen Batzen, der da sich ansammelt, wenn wir versuchen könnten, den zu beseitigen. Welchen Batzen? Stress in der Schule. Ja, Unzufriedenheit mit der Schule. Wir reden die ganze Zeit über die Schule. Was wissen wir über die Familie? Wie ist der Erziehungsstil eines Waffennarres, frage ich mich. Oder auch die Familie. Warum liegt eine Beretta im Wohnung rum? Warum braucht einer 17 Waffen? Was für ein Vorbild ist der für seinen Sohn? Ein solches Waffenarsenal. Warum? Trotzdem möchte ich nochmal den Einwand, er ist Schüler, geltend machen, dass er sagt, warum geht man immer auf Verbote? Sie haben gesagt, es ist Geschmackssache. Es ist natürlich auch entscheidend, dass es Altersvorgaben gibt. Natürlich. Aber was ist denn die Realität? Schauen wir uns doch einfach mal die Realität an. Wir haben heute, am Tag heute, in Zusammenarbeit mit den Kollegen von der WDR-Sendung Aktuelle Stunde, einen Test gemacht und haben Mirko, 15 Jahre alt, und Christopher, 14 Jahre alt, losgeschickt, ein Spiel zu kaufen, das es erst ab 16 gibt. Das ist dabei rausgekommen. Mirko und Christopher haben mit Kriegs- oder Ballerspielen eigentlich nichts am Hut und außerdem sind sie für viele dieser Spiele noch zu jung. Mirko ist gerade einmal 15, sein Kumpel Christopher sogar erst 14. Trotzdem versuchen die beiden gleich, Computerspiele zu kaufen, die ihnen laut Jugendschutzgesetz eigentlich niemand verkaufen dürfte, weil sie für die Spiele noch zu jung sind. Erster Versuch. Der 15-jährige Mirko kommt mit einem Kriegsspiel aus dem Laden, das eigentlich erst an Jugendliche ab 16 Jahren verkauft werden darf. Gar nichts sagen, einfach hingelegt und direkt abkassiert und bekommen. Nicht nochmal Ausweis gefragt oder so? Gar nichts. Ich habe leider nichts bekommen. Der Verkäufer hat mich von oben bis unten erstmal abgecheckt, ob er mich für 18 einschätzt. Und dann hat er mich halt nach dem Ausweis gefragt. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich keinen dabei hätte. Und dann meinte er, dass er mir das leider nicht verkaufen kann. Nächster Versuch. Diesmal hat Christopher, 14, ein Spiel bekommen, das eigentlich erst an 16-Jährige verkauft werden darf. Sie hat es mir direkt gegeben, die Verkäuferin. Hat noch nicht mal gefragt, ob ich irgendwie 16 bin oder so. Keinen Ausweis gezeigt. Also ich sollte keinen Ausweis zeigen, ja. Und bei dir? Nee, ich bin leider leer ausgegangen. Also... Die hat mich auch ein bisschen komisch angemacht, die Verkäuferin, so von wegen, ja, hast du das irgendwo bei dir auf dem Körperteil stehen oder so, dass du 18 bist, kann ja jeder sagen und ne, bin leider leer ausgegangen. Dritter Versuch. Diesmal kommen beide mit einem Spiel aus dem Laden. Beide Spiele sind altersbeschränkt, ab 16 und ab 18. In beiden muss sich der Held durch eine Großstadt kämpfen, oft auch mit Waffengewalt. Wie war's? Ja, hingegangen, Spiel. Aus dem Regal geholt, dann auf die Theke gelegt und ohne Kommentar einfach gekauft. Also, vorher hat mich ein bisschen gemustert, so ob ich 18 bin,
so immer so aus dem Augenwinkel immer so ein bisschen angeguckt, aber trotzdem. Und das ist ein Spiel für 18-Jährige, wenn ich es richtig sehe? Das ist auch noch für 18, obwohl ich 15 bin. Ja, bei mir war es eigentlich genauso, ziemlich unspektakulär. Die hat mir einfach verkauft, ohne Kommentar, einfach gegeben. Vier Spiele, die ihnen allesamt nicht hätten verkauft werden dürfen. Dafür brauchten die beiden Schüler gerade einmal 25 Minuten Zeit und das entsprechende Kleingeld. Herr Bosbach, man braucht keine neuen Gesetze, wenn die alten nicht richtig umgesetzt werden. Was kann man denn tun? Wie kann man denn Druck auf Ladenbesitzer, auf Ketten ausüben, darauf zu achten, was auf der Verpackung dick draufsteht? Herr Plasberg, man muss vor allen Dingen aufpassen, dass man der zuständigen Ministerin nicht bitter Unrecht tut. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als eine Welle der Empörung losgetreten wurde, als Frau von der Leyen gesagt hat, wir müssen leider jugendliche Testkäufer einsetzen. Dabei hatte sie nur schlicht die Wahrheit gesagt. Ich kann doch keinen 30-Jährigen aus dem Ordnungsamt losschicken, um zu testen, ob er ein Spiel bekommt, was er als 16-Jähriger noch gar nicht in der Hand haben dürfte. Ich muss dann leider einen Minderjährigen losschicken, natürlich nur mit Einwilligung der Eltern. Und es muss auch das Ordnungsamt in der Nähe sein, das ist alles klar. Aber nur so kann man es testen. Und dann muss konsequent geahndet werden. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen rechtswidrig, es ist sogar ein Bußgeldtatbestand hier erfüllt. Das heißt, wirksame Sanktionen würden sich auch in der Branche herumsprechen. Bevor Gesetze nicht klar eingehalten werden und Gesetzesverstöße klar geahndet werden, machen neue Gesetze keinen Sinn. Dankeschön, Herr Bosbach, für diese Klarstellung. Ich möchte jetzt gerne unsere Zuschauer hören. Brigitte Bischer hat im Internet gearbeitet, Mails gelesen, telefoniert. Auf jeden Fall. Ich habe gerade aus dem Internet noch eine passende zu dieser Diskussion rausgefischt von Christian Meiners, ist 34 Jahre alt und er war mal Schüler an der Geschwister-Scholl-Schule in Emstetten und hat darum mit besonderen Gefühlen jetzt auch diese Diskussion noch mal verfolgt und hat natürlich auch versucht hinzuhören, liegt es da vielleicht auch an einem Killerspiel oder hat dieser junge Mann da auch ein Killerspiel gespielt? Und er hat uns geschrieben, obwohl unsere Experten aufgrund von Studien keine erhöhte Gefahr durch diese Spiele sehen, stellt sich doch die Frage, warum Kinder bzw. Jugendliche sowas brauchen. Selbst wenn diese Ego-Shooter nur noch der letzte Tropfen sind, die das Fass zum Überlaufen bringen, rechtfertigt dieses meiner Ansicht nach ein Verbot, auch bei Online-Games. Das ist also die Meinung von Christian Meiners aus Direkter Infetten. Bezug auf den Schüler, ja. Genau. Natürlich wird heute ganz viel diskutiert, woran kann es liegen, was ist da eigentlich los, und ich habe so das Gefühl, es wird sehr viel über so ein Dreieck diskutiert. Was ist in der Schule los, was ist im Elternhaus los und was ist bei den Kindern los? Viele Lehrer haben angerufen oder auch ins Gästebuch geschrieben. Einen möchte ich zitieren, Peter, 48 Jahre alt, und sagt, ehrlich gesagt wundere ich mich, dass so etwas nicht viel häufiger passiert, denn er sagt, er versucht als Lehrer schon viel aufzuarbeiten, hat aber einfach nicht richtig viel Zeit, dichter Lehrplan, mehr Organisation als Pädagogik und Klassen, in denen teilweise mehr als 30 Schüler sitzen, da kann man sich einfach nicht individuell um die Geschichten, die Kinder und Jugendlichen kümmern. Frau Weißling hat uns angerufen und sie hat gesagt, ein solches Blutbad liegt am Elternhaus. Wenn Eltern mehr auf ihre Kinder achten, kann so etwas nicht passieren. Und dann hat uns eben noch im Gästebuch eine, ja, doch auch, finde ich, besorgniserregende, vielleicht für alle Eltern von 12-jährigen Kindern, eine besorgniserregende Mail erreicht, oder die macht so ein bisschen nachdenklich. Eine E-Mail von Johannes S. Meine Frau sitzt am Bett meiner 12-jährigen Tochter. Sie weint und hat große Angst, morgen in die Schule zu gehen. Was sollen wir dem Kind sagen, dass keine Gefahr droht? Wir erwarten dringend Antworten auf diese Gefahren von der Politik, der Schule und der Polizei. Herr Bosbach, das sind Ängste, die wir in unserer Schulzeit nicht gekannt haben. Bitte versetzen Sie sich in ein 12-jähriges Mädchen und reagieren Sie. Dankeschön. Herr Bosbach ist nicht der Psychologe, der ist der Politiker. Aber wir haben das Glück, eine Psychologin hier am Panel zu haben. Frau Bondy, was würden Sie dieser Mutter raten? Also es ist immer gut für Kinder, über ihre Ängste auch zu sprechen. Insgesamt kann man dem Kind natürlich weiterhin sagen, dass solche Taten auch an deutschen Schulen extrem selten sind. Ebenso wie an allen anderen Schulen auch. Ob man jemals hundertprozentig ausschließen kann, dass solche Taten passieren, wahrscheinlich nicht. Aber wir arbeiten ja daran, dass es eben in Zukunft sein wird.